So, da sind wir wieder. Nächste Episode. Richtig. Und zwar Donnerstag. Ja. Herzlich willkommen und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Auf noch mehr Quatsch und Unsinn. Richtig. Kleine Aufnahmepause gehabt, nicht viel passiert zwischendurch. Genau. Also keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Ist nur der Regen eingebrochen, wie ihr seht, und wir haben uns entschieden, dann noch mal schnell Hüte zu craften, bevor wir losmachen. Genau. Aber sonst alles beim Alten. Alles beim Alten. Wir haben ein paar Karotten gegessen und was der Manu schon gesagt hat. So, neuer Tag. Tag 7. Aber ich bin schon einmal gestorben, ne? Für die, die es eventuell verpasst haben. Ich habe schon einmal auf die Nase gekriegt. Weil ich irgendwie verrückt geworden bin und dann haben mich die schwarzen Gestalten kaputt gemacht. Ja, aber ich denke, das sollten alle mitbekommen haben, wenn nicht. In der vorherigen Episode gerne richtig nochmal nachlesen. Hier liegt auch eine Leiche, das ist aber nicht meine. Nein, ich glaube, die lag schon vorher da. So, also ich habe unsere Basis jetzt erstmal hier zugebaut. Außer das Tor, aber ich denke, das kann man ein bisschen austricksen. Okay. Aber ich kann das, glaube ich, sogar zubauen. Das müsste ich dann ausprobieren. Das funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass ich noch genug... Ach doch, wobei, ich kann noch genug Zahlen herstellen. Das geht nicht alles so. Aber ich kann die doch... Ja, ich kann die mittlerweile auch so bauen. Ich kann die Maschine mit meinem Mura. Ja. Ne, ich kann die tatsächlich nicht haben. It's time for a snack, sagt er mir. Es ist halt natürlich wäre jetzt interessant zu wissen, kommen die Viecher hier durch oder nicht, aber ich denke, da liegt erstmal Käse oder so. Aber durch diesen Holzzaun meinst du? Nee, durch dieses Tor, was ja da noch steht. Also. Aber das ist, denke ich, relativ irrelevant. Reißen die den Zaun nicht einfach ein? Ja, bestimmt. Viecher? Aber es hält sie vielleicht lang genug auf. Pack den Restzaun einfach mal in die Kiste. Okay. Zum Reparieren. So, ja, dann. Was brauchen wir denn als nächstes? Also ich brauche auf jeden Fall wieder Nahrung, ja. Ja, ich auch. Dann gehe ich mal noch Hasen fallen. Wobei ich vergessen, ob das überhaupt funktioniert hat mit den Fallen da, die mir da oben hingestellt haben. Die waren doch gar nicht mehr so weit weg, oder? Ja, die waren da links. Ich kann mal spannend mal gucken, ob da was reingelaufen ist. Ich glaube zwar momentan irgendwie nicht daran. Aber ansonsten können wir mal Vogelfallen ausprobieren. Weil die funktionieren mit Beeren oder Samen bestimmt. Mhm. Sind vielleicht einfacher als die Karotten, weil die Karotten sind echt so an sich schon ganz gut. Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut wäre. Denkmal des Tages, da können wir wieder unseren Superhut aufziehen, den das Blumenmädchen findet. Ja, den habe ich auch schon an. Da warst du mir schon drauf. Aber ich suche verzweifelt irgendwas Essbares hier. Ja, also das geht tatsächlich mit der Falle. Das hat ganz gut geklappt, die wo direkt auf dem Ding gestanden hat. Also die hat super funktioniert, die anderen nicht. Also Kack auf Karotten, die fallen einfach so auflegen, dass sie direkt auf dem Damm stehen. Perfekt. Okay. Hungriges Kaninchen, ups. Oh, ich habe Beeren gefunden. Nice. Ja, perfekt. Wenn du die eins in den Kochtopf schmeißt, ist gegeben, weil der Kochtopf hat schon drei Sachen. Okay. Nee, Fledermäuse, mit denen kämpfe ich nicht mehr. Erstens mag ich Fledermäuse und zweitens bringen sie nichts. Oh, Kacke. Ja, das habe ich auch ein bisschen vergessen. Oh nein, ich sterbe schon ich wieder. Ich bin auch so. Anlegen. Oh. Ich habe keine Fackel, ich werde auf dem Weg sterben. Wo ist der Eingang zu unserem Haus? Oh nein. Ich bin tot. Nein! Du bist tot, Mann! Ja. Und ich bin auch tot! Ernsthaft? Herstellen? Oh mein Gott! Super Aufnahmestart, würde ich sagen. Ja, ich lebe noch so gerade eben mit der Fackel. Ich flieg mal zum Portal. Ich bin direkt um die Ecke gewesen. Ich hatte viel gebraucht. Ah, wir sind so doof. Nun gut, ja. Dummheit schützt vor Strafe nicht. Wir machen gleich mal hier dieses endotherme Feuer. Das Gegenstück zum echten Feuer.
Salpeter habe ich irgendwo in der Kiste oder auf Tasche. Ja. Muss nur eben an mein Loot holen gehen. Ja gut, wir probieren mal aus, was das andere Feuer hier bringt. Dann gehe ich mal mein Loot suchen. Was Gott sei Dank hier alles so rumliegt, naja, dann ist es so. Strommauer. Ja, die Mauer ist nicht so gut. Ja, das klingt schon nicht besonders stabil. Ah, Inventar sortieren. Ja, Salpeter habe ich auf Tasche, also wenn wir brauchen, dann mal so holen. So, wo habe ich jetzt die Fallen stehen? Ja, das hat ja gut funktioniert. Also ich habe jetzt dieses endogene Feuer einfach mal daneben gebaut. Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwie schreibt. Oder nicht. So, okay, meine Insanity geht wieder hoch. Meine HP sind dafür umso geringer und ja. Ansonsten. Wir können ja mal gucken. Beete anpflanzen vielleicht. Weil, dann können wir diese Beeren so sammeln. Das ist vielleicht ganz praktisch. Wir brauchen noch eins hier. Ja. Kochtopf. Doch, da. Ich habe aber nichts auf der Tasche, glaube ich, umgetan. Ich auch nicht. Also nichts, was für uns irgendwie von Nutzen sei. Ja, Essen ist immer so ein Riesenproblem, scheinbar. Ja, gut, das heißt ja auch Don't Starve Together. Und nicht Don't Eat Together. Aber. Ja, das ist richtig. Ja. Wir müssen. Kann man die Samen in den Topf werfen? Nee, leider nicht. Deswegen sage ich, wir sollten mal gerade gucken. Ob wir vielleicht da nicht irgendwas bauen können oder so. Ich habe jetzt mal die Truhe mit Gram, mit Ramsch voll gemacht. Ja, wobei die Feuersteine sollte ich vielleicht an mir halten. Steine, falls ich irgendwas bauen muss. Ja. Aber ich werde jetzt mal schauen, wir können ja hier irgendwie so Sachen. Ah, Heilsalbe. Was ist das Asche. Denn? Wir können Heilsalbe herstellen. Ich denke mal, damit kriegen wir uns voll geheilt. Mhm. Asche. Hast du Asche? Zufällig? Ich glaube in der Kiste. Du hast eben doch was abgefackelt. Ich brauche auf jeden Fall hier mal Essen, weil ich schon wieder am Verhungern bin und ich finde keine Beeren oder sowas. Nee, du hast nur Holz. Da ist eine Karotte. Genau, drück dir erstmal eine Karotte rein. Eine würde ich behalten für das Ding in der Hände. Und ich gucke jetzt aber erstmal, bevor wir hier Asche oder so einen Kram bauen. Vogelfalle. Dann muss ich Stöcker gleich mal sammeln gehen. Nahrung. Einfache Farm. Hier wachsen Samen. Dünger und Holz. Dünger, Holz, Stöcke. Das brauche ich so durchschnittlich. Dann werde ich jetzt noch mal eine Tour machen. Du könntest theoretisch mal Holz sammeln. Ich nehme so Dünger und Stöcke. Ja, ich bleibe jetzt sowieso erstmal, glaube ich, ein bisschen im Wald wegen den Beeren und den Karotten. Ja, und Holz macht, das ist schon praktisch, ne? Ich werde jetzt auch mal eine Todeschen Salz machen, weil ich die Stöcke brauche und den Dünger werde ich gucken. War zu lange in der Wüste. Also gerne Setzlinge, wenn du findest, also diese Sträucher. Ja. Äste meine ich, nicht Sträucher. Nachmittag. Diesmal werde ich aber auch nicht realisieren, wenn es zu spät ist. Wie weit bin ich denn weg? Ja, es geht so. Ja, ich kann mir diesmal nur fast eine Fackel kaufen. Boah, das war so knapp bei mir eben auch, ne? Ich musste zwei Fackeln mauen. Also ich war wirklich, ich war halt einfach so knapp vor der Base und bin dann halt einfach verreckt. Das war. Was passiert, wenn wir beide sterben? Ist dann vorbei? Nee, oder können wir uns beide wiederbeleben? Ich denke, wir können dann auch wieder zum Portal. Nur das Problem, was ich sehe, ist, dass anscheinend unsere maximale HP darunter leiden und ich weiß nicht, ob wir die wiederhergestellt kriegen. Ja.
Das ist so, was ich als Problem sehe. Ich sehe momentan. Oh. Fledermäuse sind jetzt nicht so cool. Nicht mein favorite thing to meet. Oh, ich habe ein Geschenk bekommen. Ich habe ja eben die Boots bekommen. Boots! Kriegst ein Kragenhemd. Ja, nice. Ich zieh es einfach mal an. Ich finde es cool, dass wir unterschiedliche Sachen bekommen. Und ja. Immer dasselbe. Diesmal habe ich Feuer, falls ich unterwegs bin. Das ist meine Axt natürlich. Blumen sammeln muss ich auch mal wieder. Kleines Feuerchen. Mhm. Man kann doch irgendwie. Schlafsack könnte man bauen. Dann kann man nämlich schlafen über Nacht hinweg. Dann regeneriert man auch wieder aus seinem Leben. Oh fuck. Anlegen. Holz. Hast du nicht auf Tasche? Ist egal, du hast eine Fackel, alles gut. Läuft bei uns? Ja, wir sind richtige Profis in dem Spiel. Ja, richtige Profis! Generell, wir kommen hier rein und machen einfach alles richtig. Richtig, wir wissen genau, wo der Hase langläuft. Ja. Also Holz sollten wir uns auf jeden Fall noch mitnehmen. Also das endogene Feuer ist irgendwie verschwunden. Echt? Ja. Weil das hatten wir doch eben gebaut, oder nicht? Und ja. Das ist weg. Also ist die große Feuerstelle wirklich dabei am meisten jetzt. Ja. Habe ich mich zu sehr drauf verlassen, auf das endogene Feuer. Bin ich immer im Wald in einem. Irgendwie ja noch ein paar Blümchen. Also, ich denke mal, Äste habe ich jetzt schon wieder ein paar. Jetzt muss ich mich um meinen Hunger kümmern. Oh, das sieht doch schon mal positiv aus. Mondstein? Ich habe einen Mondstein gefunden. Ich habe keine Ahnung, was der kann. Aber ich nehme ihn nur mit. Das ist gut. So, ich brauche noch eine Axt. Ah, da ist Dünger. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, wofür es gut ist, aber ich mache jetzt einfach mal einen Hammer und lege ihn in die Kiste. Das ist Guano. Das ist ein Scheißhaufen, aber ein weißer. Guano ist Fledermauscode und ist in der Tat einer der besten Dünger überhaupt. Ja, nice. Das kommt da gleich erstmal auf unser Bärenkram drauf. Hm, wo sind die Büffel hin? Die waren doch auch hier unten. Dann kann ich noch vielleicht ein bisschen Scheiße sammeln. Ja, man muss ja irgendwie gucken. Man will halt Blumenbeete bauen. Der kostet irgendwie 4 Stück, kostet so ein Ding. Ich bin schon wieder am Verhungern, Mann. Ja, mein Hunger geht gerade gut. Da hat schon halt viele Wahlen belegt war. Jetzt bin ich hier schon gezwungen, die Kerne zu essen, die ich im Boden finde. So tief bin ich schon gesunken hier.
Bärensträucher sind alle leer. Das sind harte Zeiten hier. Winter's coming. Apropos, also Jahreszeiten soll es hier wohl auch geben. Das wird noch richtig interessant, du. Echt? Ja. Gott. Also ich glaube, Möglichkeiten zu sterben werden wir noch satt und genug finden. Ich traue mich nicht, den Pilz zu essen. Du sollst auch keine Pilze essen. Wir haben eben gesehen, was passiert, wenn du Pilze isst. Also, Sträucher habe ich mittlerweile schon ein paar. Ja. Weiß nicht, wie viel ich noch brauche, aber ich nehme einfach mal mit. Man kann nie zu viel haben. Also, mein Blumenhut ist gleich kaputt und ich habe echt Kohldampf. Ich verhungere gleich. Ja, der Blumenhut ist erstmal nicht so schlimm, weil man kann sich. Du kannst in dieser Maschine kannst du so eine Matte bauen, so eine Strommatte, dann kannst du über Nacht einfach schlafen. Okay. Dann halt geht deine Insanity auch wieder hoch. Ich schlafe gerade über den Friedhof. Ich weiß nicht, ob das so gut für mein Hirn ist. Aber find wieder kein Dung, das ist ein bisschen deprimierend. Das Coole ist, ich habe hier Steine gefunden und irgendwelche Gletscherdinger. Ja, die Gletscherdinger, ob wir die gebrauchen können, weiß ich nicht mehr. Das ist leider momentan. Aber wie mit, was du kriegen kannst. Na komm, hau drauf! Jede Menge Steine. Ja, alles mitnehmen. Haben alles gebrauchen. Ich bringe auch noch ein bisschen Gold mit, was ich hab gefunden habe. Ja, ich habe auch Gold gefunden, tatsächlich. Boah, ich bin weit von zu Hause weg, scheiße. Ja, ich brauche ein Stückchen, aber noch nicht so tragisch. Ich denke, ich werde sogar noch mal weiter weggehen. Ich habe genug, um mir eine Fackel zu bauen. Hast du Essen dabei? Ja. Warte mal, zu Hause ist da oben, okay. Einen Stein nehme ich noch mit. Kannst du doch bestimmt was kochen oder Beeren oder so, was effektiveres. Weil darum geht es mir momentan. Ich versuche diese dämlichen Büffel in der Wüste zu finden, aber hier sind irgendwie keine. Das heißt, ich werde jetzt zurückkommen. Ich hab Maulwurf gegessen. Was hast du gegessen? Maulwurf, da bist du an den Maulwurf dran gekommen. Der hat sich vor mir ausgebuddelt und ich habe ihn mit der Hacke kaputt geschlagen. Ja, super. Armer Maulwurf, ey. Ja. Was lernen wir daraus, liebe Kinder? Seid kein Maulwurf. Richtig. So, jetzt muss ich mich aber sputen hier. Habe ich eine Fackel? Ja, ich werde mich auch gerade in Richtung Heimat machen. Fackel brauche ich keine, dafür bin ich zu schnell da. Oh, ich bin zu ängstlich. Ich habe mir eine Fackel gemacht. Ja, da sehe ich dich schon in der Nähe. Auch wenn es ein bisschen sinnlos war vielleicht. Wo ist denn die eigenen? Achso, man muss immer... Ja, ich habe das ein bisschen sinnfrei gebaut, aber mein Gott, das ist jetzt egal. Das soll ja jetzt nur provisorisch Schutz bieten. Und das tut es. Holz habe ich nicht. Hast du Holz? Ich habe Holz. Gut. Solltest du nicht nach Holz gucken? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe Beeren gesammelt, damit ich nicht verhungere. Das war's auch schon. Und ich habe Gold mitgebracht. Ja, das ist gut. Oh, wir haben jetzt zwei Truhen. Ja. Sehr schön. Ich habe auch eine zweite Truhe gebaut. Hammer. Na, dann kriegst du nämlich da mal Salpeter und Gold und so einen Kram rein. Und halt so, was man zum Anpflanzen braucht oder so. Oh, ich habe im Topf einen Pilz. Und Beeren schon drin. Wenn du noch Beeren oder so Kleinkram hast, was eigentlich was man so nicht essen kann, kannst du auch da gerade verarbeiten. Cool, wir können ein Trockengestell bauen. Also ich kann das bauen. Wir können immer was auch immer das
Da kann man Dörrfleisch oder sowas machen in der Regel, aber die Frage ist, lohnt sich das? Ich würde nämlich ganz gerne ein Beet bauen, aber mir fehlt immer noch der dämliche Dung. Alles andere habe ich. Okay. Also mir fehlt nur Dung. Wir sollten dann vielleicht gleich mal zusammen in die Wüste gehen. Okay. Was ist das denn hier? Ein Kompass? Zeigt in die Richtung Norden. Bringt einem das was? Glaube ich nicht. Wirklich. Oh, warte, Feuer! Ja, das ist fast aus, aber ich habe noch keine Sorge. Ich mach das mal eben. Ich schmeiß mal was rein, bevor... Ah, das ist schwer auch mal schon, ne? Okay. Also ich kann noch einen Kompass bauen. Eine Strohrolle. Die Strohrolle, die kannst du theoretisch mal gerade herstellen. Werde ich jetzt auch machen. Wo ist die? Bei Überleben, glaube ich, war es. Ja. Kannst du mir auch eine machen? Nee, ich kann nur eine machen, aber ich schmeiße die hier hin. Hier, bitte. Ach so, ja, weil dann kannst du nämlich hingehen. Okay, hast du jetzt erledigt. Ach gut, ich brauch's aber eh eher wie du, weil deine Sanity ist nämlich. Meine ist nämlich ein bisschen Mulu. Dein Hirn funktioniert momentan besser wie meins. Ja, dafür verhungere ich gerade. Ja, ich kann dir einen Karott schmeißen, aber weil, warte, hast du noch irgendwo für den Topf eine Beere? Oder sowas? Da, den Pilz. Setz den Pilz da rein, den du hast. Dann kannst du kochen, dann ist das Ding nämlich fertig. Sieht das schon mal gut aus. Und trotzdem brauchen wir Dung. Das heißt, wir müssen jetzt in die Wüste. Und dann mal schauen. Schaufel, Forke. Hör mal, ich baue mal einen Rasierer jetzt. Mach mal. Ich habe momentan keinen Bart, deswegen ist alles gut. Wir machen das wie eben, ich schmeiß den Rasierer in die Kiste rein. Ja, könnte ja mal Spaß ist, aber gucken, weil du kannst ja aber gleich mal loslatschen und gucken, ob die Fallen zugeschnappt haben. Ob da Kaninchen drin sind und was, da kann ich auch noch mal was zu essen. Aber momentan mein Essen geht. Ah, hier sind die Büffel. Perfekt. Kacke sammeln. So. Wo sind die Kaninchen-Dinger? Bisschen weiter links. Genau da, wo das Schwarze bei dir ist. Müssen die sein. Hier. Okay. Ah, ich geh mal. Müssten vier Stück stehen. Stehen alle auf Fallen, das heißt im Idealfall irgendwas drin. Hoffe ich zumindest, das wäre so der Wunsch. So, ich habe auch ein bisschen Dung gesammelt. Also nicht allzu viel, weil die Büffel irgendwie nicht so viel kacken. Ah, das noch mehr. Bist du hier oben lang? War das hier oben lang? Hier oben? Oder hier unten? Ne, müsste da links sein. Also von dir aus jetzt noch weiter links. Da ein bisschen hoch. Okay. Kann nicht so weit weg sein. Tag 10. Beim letzten Mal sind wir... Oh, da sind Karnickel drin. Ja, perfekt. Dann stell die genauso wieder hin. Also du musst sie dann einfach ein bisschen unter die Falle setzen, damit die die genau da drauf setzen. So. Genau. Mit Rechtsklick setzt du die hin. Ja. Ne, wir sind weiter runter, da muss dann Falle auslegen. Genau so. Und dann. Linksklick heißt. Ach doch, links. Genau, so. Okay. Jetzt steht dann auf der Falle vor. Nice, okay, alles klar. Okay. Hatte ich nicht zwei? Wo ist denn die andere? Ist die kaputt gegangen? Müssen vier Stück sein. Da. Insgesamt. Also, wenn du weiter links läufst, solltest du noch zwei finden. Oh, hier sind noch mehr von den Bisons. Ich finde hier scheiße am laufenden Band, finde ich super. Lohnt sich das, die Karnickel so zu essen? Ne, glaube ich nicht. Wir sollten die vielleicht braten und nicht Mordhaus machen. Okay.
Okay, ich komme zurück. Ah, ich glaube. Ich komme definitiv noch nicht zurück, weil ich habe ja gerade Gold gefunden und das in relativ rauen Mengen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Okay. Du weißt nie, wofür. Scheiße, ich habe kein Holz. Aber habe ich eine Fackel? Ah, es ist noch nicht dunkel. Aber Holz habe ich jetzt auch nicht, wo du gerade sagst. Ich sollte mich vielleicht darum kümmern. Na, ich weiß nicht, wo das ist. Ich komme später hier hoch zurück. Komme ich jetzt Richtung Heimat? Machst du Holz oder gehst du welches fällen? Ja. Finde ich jetzt ausgerechnet Gold, wo es fast dunkel wird. Lass ich aber definitiv nicht liegen. So. Habe ich wenigstens 5 Holz. Oh, jetzt muss ich aus dem Umlauf, weil hier eine Klippe ist. Ihr verarscht mich doch. Da muss ich notfalls gerade mal einen Baum fällen, bevor ich das Risiko eingehe. Ja, in der Finsternis zu sterben. Ja. Sorry. Kannst du dich Zuschauer nicht anstecken? Ja, das ist zum Glück nichts. Kein ansteckender Husten. Eine Lungenkrebs im Anstadium, ne? Also nichts Tragisches. Wer dachte, dass wir politisch korrekt sind, dann müssen wir uns leider enttäuschen. Aber wir versuchen es wenigstens. Zeit, wir versuchen es wenigstens. Ja, wir sind ja seriöse Menschen, ne? Richtig. Ey, es ist schon wieder Zeit für einen Snack, Mann. Ich habe 4 Karnickel in den Ofen geschmissen und das gegessen. Das reicht einfach nicht, ne? Der braucht so viel Futter. Es wird dunkel. Ich baue mir mal schnell ein Feuer, bevor es zu spät ist. Kein Feuer mehr. Holz mehr. Jetzt ist schlecht aus. Ach doch, ich hab noch Holz, wollte ich schon sagen. Ja. Okay. Und dann kann man hier übrigens diese Matte hinschmeißen und nicht hinfangen. Und dann steigt jetzt dann die. Nur die Nahrung geht dann runter, das ist dann. Ah. Ah, ich brauch mal wieder einen Strohhut hier. Einen. Blütenhut? Ja, meiner ist auch Mulu, aber das ist jetzt nicht tragisch, da ich ja jetzt eh schlafe. Nur meine Nahrung leidet jetzt darunter und ich müsste gleich noch was essen. Das Problem mit der Nahrung haben wir nach wie vor, ne? Aber ich bin jetzt Beeren am Machen vielleicht, also beziehungsweise habe jetzt genug Dung. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie eine Farmgeschichte da hingeregelt. Mit der Fledermaus-Kacke, wenn die so ein guter Dünger ist, vielleicht ja nochmal. Mhm. So, und ich habe einen Bart. Nice. Rasierer ist in der Kiste. Das würde meine Männlichkeit nehmen. Weil wenn ich auf dem Weg bin, dann kann ich nochmal kurz bei den Fallen vorbeigehen. Vielleicht haben wir ja dann nochmal lecker Haken. Was bringt denn ein Zylinder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn er überhaupt irgendwas bringt. Ja, perfekt. In einem Fall ist sogar schon was drin. Wow, gerade in der anderen auch noch was gedroppt. Perfekt. Die Fallen, die sind echt schon mal nicht schlecht.
Oh, endlich kann ich wieder eine Angel bauen. Haben wir einen Teich überhaupt in der Nähe? Keine Ahnung. Die jetzt einfach mal gebaut und leg's in die Kiste. Auf der Map sehe ich jetzt mal prompt gar keinen Teich in der Nähe. Oh, ist ja egal. Mein Magen, der krümmt sich halt für so eine Wurst zusammen. Also ist das langsam. Ja. Ja, ich guck mal, ob ich kochen kann. Ich habe ja noch einen toten Hasen auf Tasche. Ja, aber ich habe so das Gefühl, wenn man die Hasen in den Schmortopf wirft, das bringt jetzt nicht so mega viel. Ja, du darfst nicht vier Hasen, also du musst dann halt so useless Kram wie Beeren oder so oder Pilze, was man eigentlich nicht essen kann, dazu bringen. Und dann bringt das halt mehr, als wenn du den Hasen so essen würdest, weil die Pilze und so kannst du ja nicht ohne Risiko essen. Dann kannst du dich von der Result. Töpferscheibe. Was sagst du dazu? Könnte ich bauen. Macht das Sinn? Können wir eine Alchemie-Maschine bauen? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür elektrisches Dingsbums. Oh, ich hab den. Da fragst du den falschen, hör mal. Ich finde hier kein elektrisches Dingsbums, da kann ich halt gar nicht bauen. Irgendwie nicht so aus, als ob ich das bauen kann. Mit der Veredelung ist es nicht, dann wird es definitiv irgendwo einfach nur droppen. Ja, das macht die Sache etwas schwieriger. Na gut, dann brauche ich jetzt erstmal. Hast du Holz? Wenig? Drei? Hier. Ja, wir müssen echt mal Holz hacken. Ey. Ja, ich sagen, wir machen das jetzt mal. Das ist mein Ernteschmortopf. Essen. Oh! Hat mir 60 Nahrung sofort gegeben. Was denn? Der Ernteschmortopf. Der war gut. Was hast du da reingetan? Kaninchen, zwei Pilze und Beeren. Also der hat sich gelohnt. Vielleicht gibt's da auch irgendwelche Tricks, so spezielle Rezeptzusammenstellungen. Es gibt 100% Rezepte, das habe ich wohl schon irgendwo mal mit aufgegriffen. Ich habe aber keine Ahnung, wie die Rezepte sind. Man kann die sich natürlich im Internet holen, suchen, aber das wäre ein bisschen langweilig. Ja, das stimmt. Wir sind ja keine Lappen. Ne? Richtig. Wir sind ja Programmer. Richtig. Voll PG und so. Seriöse Programmer. Also bei der nächsten Don't Starve Together LCS eSport sind wir direkt am Start. Richtig. Wir haben Stissel. ESL. ESL. MLG. Die wollen uns alle haben. Richtig. Hör mal, ich bin schon wieder am Verhungern. Ich hab Blütenblätter, kann ich essen. Ja, Blütenblätter geben dir aber, glaube ich, nur HP und keine, keine Dinge. Hast du was zu essen, was du mir hier hinschmeißen kannst? Hast du mal eine Mark? Hast du mal eine Mark? Ich war Hunger. Ja, ich hab da so ein Dreck, ich bin nicht zu essen. Ich hab halt auch gar nichts mehr, ne? Also, wirklich null. Ich bin nicht du zu kannst, essen. Du kannst im Schmortop ist noch ein Hase, den kannst du essen. Aber viel wird dir nicht bringen. Du hast eine Töpferscheibe gebraucht, was bringt jetzt? Ich weiß es nicht. Junge, guck mal nach Nahrung. Sei mal produktiv. Einfache Farm. So. Ich bin auf 5 runter. Ich bin auf 5. Und ich finde nichts zu futtern hier, ne? Nein, komm in die Base. Da ist noch ein Schnitzel. Hier wird doch irgendwo. Ja, bis zur Base schaffe ich es nicht mehr. Ich lieber mal auf. Oh, Samen. Auf Uhrzeit, Junge. Guck, ob du in die Base kommst. Ja, ich weiß. Laufen wir denn der Walachei rum? Oh nein. Oh Gott, ich verhungere. Es ist soweit. Ja, dann ich komm halt hoch in die Base. Du bist ja nicht direkt tot dann. Es ist so weit weg. Ich schaff's nicht mehr. Ja, komm in die Base. Stell dich jetzt so an. Vor allem, wenn du deine Leiche looten musst, desto näher du an der Base bist, desto besser. Außerdem ist das ja auch nicht schlimm. Ey, kannst du Drecksgeier sich von unserem Blumenbeet abziehen? Anpflanzen. Ich schaffe es nicht. Düngen. Bin ich mal gespannt, was daraus wächst. Hör mal, wirf mir den Hasen schon mal entgegen, sonst verreck ich auf dem Weg. Niemals. Wo ist der Hase? Der ist im Kopftopf. Oh Leute, den kann man direkt mehrfach düngen. Und dann kann man die direkt ernten? Ja, das ist praktisch. Hier.
Da hast du. Wie hast du mir die denn jetzt zugeworfen? Ich hab die einfach ins Inventar gelegt. Kann man traden? Ja. Krass. Wenn du Samen findest, nicht mehr wegschmeißen, ab jetzt. Ich esse die immer, weil ich so verzweifelt bin. Ja! Hör auf, die Samen zu essen. Aber das ist hier ein ständiger. Man lebt von der Hand in den Mund. Ne? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Guck mal hier, guck mal. Hey, oh, Scheiße! Ja, gut. Bei mir beim Top passiert eh nichts. Also, ich bin safe. Oh, meine Fresse. Ja, komm mal zur Base. Ich hab grad Feuerchen gemacht. Aber ich verhungere schon wieder. Ja, guck mal. Ich hab da eine Melone gezüchtet. Das geht übelst gut und übelst schnell. Durch die. Ja, komm. 20 hat die gegeben. Junge, jetzt verhungere ich fast. Hast du Samen? Oder hast du die wieder mal gestopft? Du wirst die ja wie Popcorn, ne? Katastrophal mit dir. Oh, so wird das nicht. Ich hab die alle gegessen. Oh Gott. Das Problem ist, dass ich jetzt den Dünger benutzt habe und kann jetzt kein zweites Beet bauen, weil ich keinen Dünger mehr habe. Wir haben doch zwei Dung in der Kiste hier. Echt? Ja, ja. Dann baue ich noch so ein zweites Ding, dann brauchen wir nur Samen, dann kann ich die zwar nicht instant züchten. Aber ja, dann gehe ich gleich nochmal auf Dungtour. Holz brauche ich noch zwei. Hast du noch zwei Holz? Ich denke, das Feuer sollte lang genug brennen, wenn nicht, stellen wir uns in das Portal. Weil der Vorteil bei den Dingern hier ist, die kannst du ja mit Dünger instant züchten, so wie ich jetzt gerade eben. Du kannst sie dazu zwingen, dass da direkt Obst rauskommt. Mhm. Aber das kostet halt dann Dünger ohne Ende. Ne? Dann lieber über Dauer einfach Samen da reinschmeißen. Ja, ich habe so eine Forke gemacht, die habe ich in die Kiste gelegt. Ich weiß nicht, ob du da bei deinem Crafting da brauchst. Ja, ich hab das Ding vielleicht. Aber jetzt werde ich erstmal gucken gehen, ob ich werde jetzt mal in den Wald gehen. Unten links, da waren wir noch nicht, da habe ich noch nichts aufgedeckt. Dann kriegen wir vielleicht Nahrung. Kommst du mit? Ja, soll ich mit dir mitkommen? Oder? Ja, würde ich sagen, okay. Weil momentan sind wir ja beide stark an Nahrungslimit. Dass man nochmal klarkommt irgendwie. Du kannst die Angel theoretisch mitnehmen. Ach so, ja, dann muss ich nochmal zurück. Ich bin auch fast tot, ne? Na, HP geht bei mir, aber meine Gesundheit ist vom Essen her ab. Sinkt jetzt auch Papier ab. Oh, ich habe Bärenstrauch gefunden. God bless. Die stopfe ich mir jetzt alle rein, wie Smarties. Oh. Seh dich nicht mehr. Bären sind so geil, 45. Unten links? Da, ja, genau. Richtig. Ja, looten wir mal ein bisschen. Wir können das ja haben, aber. Aber würde ich sagen, wir gucken mal, wenn wir nach unten rechts gehen, einfach in den Wald rein. Wir haben ja, denke ich, genug, um ein Feuer zu machen. Und falls ich bin bei 6. Hier. Ja, da sind Bären. Bären, Fledermauskacke, grüner Pilz. Am besten isst du die jetzt erstmal nicht so. Ja, aber. Ja, wir gucken mal, ob wir so kriegen. Verpiss dich, du Geier. Gib mir die Samen! Bärenstrau. Also, dein Hunger ist nochmal morbider wie meiner, ne? Hier ist Karotte. Also, wir kriegen die schon wieder hoch. Das ist kein Problem. Wir müssen halt jetzt gucken, ob wir auch effektiv hier sinnvolle Sachen finden. Die Frage ist auch, geht Hunger schneller runter, wenn man arbeitet, ne? Wenn man hier so Gras sammelt oder so, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Weiß ich nicht. Lass den Erdhaufen da mal in Ruhe. Ich habe da irgendwie so ein bisschen Respekt vor, wenn er verdächtig da steht. Okay. Keine Ahnung, ob das vielleicht wehtut. Wieder so verzweifelt, dass ich die Blume esse. Da ist ja, hier sind, ich habe noch Karotten gefunden, hier zwei, drei Stück, also ich habe noch ein bisschen was zu essen, auch für dich. So für den Notfall. Bevorzugt würde ich das natürlich eher kochen, weil das wohl einfach sinnvoller ist. Ah, hier unten, komm hier unten hin, hier ist Nahrung satt.
Ich sollte auch mal wieder Blumen einsammeln, bevor mein. Ja, Kopf kannst du dir mal alle in den Kopf hauen, die 6 Stück da. Nice. Ja, du brauchst die Blumen nicht unbedingt craften. Wenn du die aufsammelst, geht deine Insanity auch hoch. Aber du bist ja auch noch auf Maximum, also alles gut. Ja. Warte. Oh, die Beeren, die sind echt nice, ne? Da geht ja auch das Leben mit. Die oben. Sind echt gut, ne? Ja. Also mit denen habe ich mich auch ebenso top über Wasser gehalten. Schon wieder. Wird schon wieder Mittag, ja. Na, Stein. So, du musst sterben hier. Ich hab dich ausgewählt. Ich bin ein Stück weiter oben rechts, wenn du das siehst. Die Bären hier, die sind halt echt 10 von 10 gut. Ich laufe dir hinterher. Ach, da. Dann lass es mal weiter nach oben gehen. Ja. Blume. Wenn wir in das Erdloch hier reingehen, kommen wir, glaube ich, in der Nähe von unserer Basis aus. Durch das Wurmloch? Ich versuche das jetzt einfach. Okay, ich komm mit. Das ist eine gute Idee, war. Ah, doch, guck mal, jetzt sind wir hier oben. Okay. Das ist ziemlich cool. Dann lass uns direkt nach oben gehen zu den Büffeln und gucken, ob wir Dung ernten können. Dann können wir nämlich jetzt ein bisschen forcefeeden. So ist gut. Viel, viel Kacke. Hä? Konnte ich die jetzt doch angreifen? Oh, tatsächlich. Alter. Du bist so dämlich. Hatten wir nicht gesagt, man kann die nicht angreifen? War das nicht so? Du musst es jetzt nochmal ausprobieren, oder wie? Oh. Oh, so eine Kacke. Ja, super. Ah, das ist bald dunkel. Ich geh mal gleich wieder. Ja, geh mal. Du musst ja auch wieder dahin schweben. Oh, folgt mir einfach mal. Also Sanity geht ja nicht hoch oder so. Aber ich war auch instant tot, ne? Ja, wenn da so 5 Büffel auf dich einkeulen, ist das doch klar. Weißt du, was du dir vorgestellt hast? Dass du dich fragen, ob wir darüber reden wollen, wenn du die mit der Axt ein Bein wegschlägst. Oh, so ein Büffel gibt bestimmt viel Meat. Der gibt dir auch viel auf Maul. Warte, das muss ich noch mitnehmen. Also ich war eine vor Nacht. Eine Fackel hätte auch nicht mehr so lange. Also, ja. Unglaublich. Ist jetzt der zweite Tod, ne? Oder? Für dich, ja. Also ich bin noch bis jetzt noch nicht gestorben. Ich bin sehr stolz darauf. Doch, einmal bist du auch gestorben. Ja, stimmt. Letzte Folge. Einmal bist du auch gestorben, ja. War das letzte Folge? Ich glaube schon. Ja, darf man auch jetzt hinsehen. ja, was wollte ich denn jetzt noch bauen? Kann ich noch so einen Dungeon bauen? Genau. Nee, dafür fehlt mir jetzt gerade das Strohwald. Ich glaube, da kommt das Holz. Alter, gehst du weg mit deiner Dreckspfote da von meinem Feuer? Geht dein Leben noch weiter runter? Tatsächlich. Yep. Oh Gott, das wird mir was. Oh ja. Das ist nicht gut. Das ist halt überhaupt nicht gut. Ich hab nichts mehr, ich habe alles verloren. Na, wenigstens bist du nicht mehr hungrig jetzt. Das stimmt. Noch Holz an dir?
Hör mal. Alter! Oh mein Gott, ich will nicht nochmal sterben! Nee, warte, ich lass sie, ich lass sie. Wo kommen die her? Ich steck dich in den Spitzhacken, dann hilf mir, Alter! Ich hab keine Waffe, Mann, ich kann da nichts tun! Da liegt eine Spitzhacke! Oh, achso, da! Ich bin tot. Alter! Ich auch. Wo kamen die denn jetzt her? Und die sind durch das Tor gelaufen, Mann! Verdammt! Die sind durch das Tor gelaufen! Okay, also hätten wir das auf jeden Fall zu opfern. Ich tue, nee, wenn wir uns jetzt wiederbeleben, sind wir wieder, wieder tot. Die machen uns ja alles kaputt. Ja, ne? Können die das kaputt machen? Gott. Ja, können sie. Ja, die machen auch die den Zaun kaputt. Was machen wir denn jetzt? Krass. Aber wir haben an der Tradition festgehalten. Alle zwei Folgen sind wir vorbei. Ich versuche mich jetzt wieder zu beleben und uns irgendwie mit Dark. Komm, ich versuche es auch zu verteidigen. Ja, ich komme raus, ich krieg direkt auf den Ball. Ich bin tot. Ich bin auch instant tot. Also irgendwie lief das nicht ganz so wie erwartet. Nee. Ich probier's nochmal. Ich renn direkt weg. Ich laufe! Ich lebe! Aber sie verfolgen mich alle. Ich lock sie weg. Hast du noch welche in der Base? Ja, aber ich hab eine Spitzhacke. Angreifen! Ich hab 6 Stück oder so an mir. Getötet. Okay. Na dann. Ich bin wieder gestorben. Das Problem ist, dass unsere maximale AP jetzt auch nicht steigt. Aha. Und das wird immer heftiger, je öfter wir jetzt sterben. 44 ist das Minimum, wo weiter runter gilt, würde. Das weiß, ist beruhigend. Vielleicht kann man das einstellen, dass sich das nicht senkt. Weil selbst, wir sehen ja jetzt, selbst wenn wir eine Base haben, beziehungsweise selbst wenn wir uns immer für Lau resurrecten können, wir haben halt trotzdem keine Chance mehr, wenn wir mehr als zweimal gestorben sind. Halt alleine schon durch den Nachteil einfach. Also wir müssen uns eine wirklich solide Base bauen, dass das funktioniert. Ja, wir sind ja auch noch Anfänger, ne? Das kann man ja später, wenn wir Profis geworden sind, also noch Pro-Gamer-mäßiger als jetzt schon. Ja, also wir sind ja dann, 10 von 10, ne? Also, Guck mal, wie viele Leichen hier schon von uns liegen, ey. Wir haben voll den Freed, okay, also Freed of Green. Wir müssen es sagen, um einen Plan schaffen. Aber, ja. Es war auf jeden Fall wieder sehr amüsant. Ja, auf jeden Fall. Witzig ist es schon. Ich denke, aber hier sehen wir, glaube ich, kein Land mehr in dieser, in dieser Runde. Gut, okay, dann beim, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge einen Neuanfang. Ja, ich glaube auch. Ich meine, wir erkennen das Prinzip jetzt schon. Und, wir könnten aber auch just for fun einen riesigen Friedhof hier bauen. Mit, gucken wir mal, wo das Skelett liegt. Der Hundefutter-Simulator 2018 ist Hundefutter-Simulator. Großartig. Ja. Nice. Das hat super funktioniert. So. Gut, also ich würde sagen, wir beenden die auch. Ja, würde ich auch sagen. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich mit etwas Never mehr ending. Erfolg. Mit 80 sitzen wir immer noch hier. Ja, weißt du noch damals, als wir das erste Mal gestorben sind? Richtig. Jetzt sind wir schon 30.000 Mal gestorben. Und kamen trotzdem nicht über die erste. Ja. Also so die Hunde waren jetzt, glaube ich, immer unser Tod, oder? Ja. Bei der ersten Folge auch schon, kann das sein? Ich glaube, ja. Vielleicht sollten wir uns mal irgendwie einen vollautomatischen Geschützgraben. Ich glaube, wir müssen so eine Steinmauer bauen, dass sie das ja einfach das nicht durchbeißen können. Das Problematik ist, dass wir halt die halbe Zeit verhungert sind. Ja. Also es ist schon geil, es ist schon sehr, sehr anstrengend. Man muss auf vieles achten. Aber ich glaube, wir haben zu viel Zeit mit
nutzlosen Kram verbracht. Glaube ich auch. Also ich glaube, wenn wir da ein bisschen Routine drin haben... Ich habe definitiv zu viel Gras gesammelt. Nämlich 150 oder so. Ja, Moment, also Gras für dich gesammelt habe ich aber auch komplett gebraucht für den Zaun. Na gut. Gut, ja, und im Endeffekt nichts gebracht hat. Aber der Zaun, der war nicht so stabil. Nee. Der hat nichts abgehalten. Das aber ist, glaube ich, nur Deko. Das heißt, Steine suchen, Nahrung suchen und dann irgendwie versuchen, da was vernünftiges. Ja, und wir müssen hier, wenn wir schon in der Nähe vom Portal, dass wir das so ein bisschen davor, ja, ich werde das nicht mehr, so mit einbauen. Ja. Okay. Gut. Okay. Also, wir haben wieder was dazugelernt. Ja, Lernkurve ist da. Tschüss.